Hallo, ich heiße Juliana und bin 8 Jahre und ich komme aus St. Pantaleon in Oberösterreich, in Braunau. Und ich nehme euch heute mit in die Obuszentrale. Hast du irgendwas Tolles heute gelernt, Anton? Ja. Was denn? Dass die Obusse früher anders waren. Dass es die Obusse schon seit 84 Jahren gibt und dass sie sich halt voll verändert haben. Zum Beispiel am Anfang waren sie noch rund und eher älter und jetzt sind sie in der Mitte wie eine Ziehharmonika und groß und eher neuer. Ich stelle mir vor, wenn man da arbeitet, dass es stressig ist manchmal. Aber auch lustig und eigentlich auch cool. Die was da oben arbeiten, die funken immer die Busse an, die was Probleme haben, zu spät sind und so. Und er hat immer gesagt, wie viele Fahrgäste er drin hat und so. Fahrgäste hast du? Ich fand es cool, weil es halt bei den Kameras gab und da konnte man schauen, wo gerade was die Menschen machen und halt wie es da ausschaut und dass das so viele Bildschirme waren und so. Das finde ich ganz interessant. Wer glaubt noch mehr? 90 noch diesem Jahr? Die Herausforderung schlechthin ist die Waschstraßen. Also die Waschstraßen, da sind Fragen schon gestellt worden, wie gesagt, also wir fahren dann mit dem Bus durch die Waschstraßen durch. Sie haben aber jetzt keinen Regenschirm mit und keinen Regenmantel, ob sie nicht los werden. Nein, sie werden nicht los. Natürlich, wir steigen in den Bus drinnen und draußen die Bürsten reinigen dann den Bus, dass er für den nächsten Tag wieder sauber ist. Draus. Man fährt rein und dann können wir auf der Seite halt immer so die Bürsten und so. Und da war ein Obus drin und dann haben 4 Bürsten, einmal hier, zwei und da war das Wasser, das putzt dann, so eine Chemie dabei und dann putzt es so. Die haben so ein Mittel drin, dass das dann selber trocknet und so. Das, wenn der Bus in der Halle steht, dass es dann so trocknet und so. Es gibt die Frage, wie ist denn das, wenn der Busfahrer aufs Klo muss? Ja, und das ist natürlich auch die Frage, natürlich logisch, das sind natürliche Bedürfnisse und wir haben an jeder Endhaltestelle ein fixes Klo und da geht dann die Lenkerin oder der Lenker natürlich auch aufs Klo. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich mal Obuslenker werde, aber ja. Und es ist ein cooler Beruf, ja.